Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem feinen, aber kleinen Videoguide hier zu World of Warcraft auf meinem Kanal. Mein Name ist Rotmek und wir wollen uns heute mit dem Tag der Toten beschäftigen, welcher vom 1. bis zum 3. November 2020 stattfindet. Und da könnt ihr ein paar kleine Sachen machen und ein paar Erfolge erzielen. Und was für euch da wichtig ist an diesem Tag, das zeige ich euch heute. Ja, wir sind hier bei Orgrimmar, der großen Hauptstadt der Orks, und zwar beim Friedhof. Ist egal, wo ihr hingeht. Hauptsache, ihr müsst bei einer großen Stadt sein, bei einer Hauptstadt, und da zum Friedhof gelangen. Da findet ihr diese beiden netten Gestalten. Und zwar haben wir hier zum einen die gute Katharina. Ja, die kennen wir von Katharina Muerte, die Hearthstone-Karte. Und dann haben wir noch ihn hier, den guten Chapman. Der verkauft uns einige Dinge, die auch wichtig sind für die Erfolge, die wir erzielen wollen. Und wir schauen uns jetzt an, was denn so wichtig ist bei dem ganzen Plunder, den er hier zu verkaufen hat. Zum einen brauchen wir diese orangefarbene Ringelblume. Die gibt nämlich für 30 Sekunden Entdeckung geringer Unsichtbarkeit. Und das brauchen wir dann, um eine Quest zu entdecken von den Geistern, die hier an diesem Friedhof verweilen. Wir kaufen uns also diese Ringelblume einmal. Dann haben wir zum Weiteren diese skurrile Totenkopfmaske. Die kostet 100 Gold, ist aber nur für Leute wichtig, die gerne Transmog-Sachen sammeln. Und zwar können sie diese nicht mal so schöne Maske sammeln. Ja, die sieht ziemlich beschissen aus, meiner Meinung nach. Aber ich bin ein Sammler und deshalb habe ich sie mir auch geholt für 100 Gold. Man hat's, man gibt's. Ja, also für 100 Gold könnt ihr euch diese Maske kaufen, aber nicht unbedingt notwendig für irgendwelche Erfolge oder so. Einfach nur für euer Transmog-Arsenal zu erweitern. Dann haben wir Rezept Totenspeise. Da könnt ihr Totenspeise kochen. Das hat folgende Effekt. Benutzen stellt im Verlauf von 25 Sekunden pro Sekunde 4% eurer Gesundheit wieder her. Ihr müsst beim Essen sitzen bleiben. Benötigt Tag der Toten. Also dreimal im Jahr oder drei Tage im Jahr ist dieses Ding von Nutzen. Ja, ihr braucht es aber für eine Quest und wir kaufen uns das Ganze einmal. Wir brauchen dazu einmal herkömmliches Mehl und einmal eiskalte Milch. Ja, schaut, dass ihr das Zeug schon vorbereitet habt. Ich habe es hier nämlich schon gekauft. Eiskalte Milch gibt es bei jedem Gasthauswirt. Und die herkömmliche oder das herkömmliche Mehl, das gibt es beim Kochlehrer. Ja, kauft euch diese beiden Utensilien bereits, bevor ihr überhaupt zum Friedhof geht. Dann seid ihr auch völlig vorbereitet. So, wir haben jetzt also das Rezept gekauft und diese orangefarbene Ringelblume. Ansonsten gibt es hier auch noch die orangefarbene Ringelblumen-Bouquets, die man kaufen kann. Und zwar sehen die dann folgendermaßen aus. Für Rollenspieler vielleicht was. Ja, eine Holde Maid oder so bezirzen damit. Wer weiß. Für mich als Krieger natürlich nicht unbedingt die beste Wahl. Aber ich habe es trotzdem gekauft, weil Transmog, ne, Sammelzeug ist mein Ding. Für ein Bronzestück kann man sich das gerne nehmen. Ein Kupfer, das heißt Kupfer. Kein Bronzestück. Für ein Kupfer kann man sich das gönnen. So, ansonsten gibt es hier noch diese Spielzeuge und da geht es um Kostüme. Es gibt 5 Stück davon, je 100 Gold. Ich habe sie mir alle gekauft, auch da wieder, ne, ich will es komplettieren. Aber für die Erfolge braucht ihr nur eines davon zu kaufen, also einmal 100 Gold ausgeben und dann könnt ihr auch 3 Erfolge damit erzielen. Dazu aber später mehr. Kauft euch einmal sicherlich dieses Kostüm. Welche Farbe ihr wählt, ist egal, könnt ihr euch nehmen, was euch am liebsten ist, ist alles das gleiche eigentlich. So, dann sind wir soweit vorbereitet. Also gekauft haben wir uns die Ringelblume, wir haben das Rezept gekauft und wir haben uns einmal dieses Spielzeug gekauft, dieses Kostüm. Vorbereitend haben wir gekauft einmal die Milch und einmal das Mehl. So, was können wir jetzt alles machen? Wir starten damit, dass wir einmal das Rezept erlernen. Totenspeise wird erlernt und dann werden wir auch diese Totenspeise mal machen. So, hier Totenspeise eingeben. Wo ist es hin? So, Totenspeise kann ich 5-mal machen. Dazu müssen wir aber zu diesem geisterhaften Feuerstelle hingehen, weil sonst können wir das Ding nicht kochen. Also geisterhafter Feuerstelle, die sehen wir hier. Dann können wir auch unsere Totenspeisen herstellen. Machen wir, alles wunderbar.
wieso stellen wir das jetzt schon her? Das ist, um Zeit zu gewinnen, ja? Wir haben dann die Möglichkeit, mit der orangefarbenen Ringelblume 30 Sekunden die Geister zu sehen. Und in diesen 30 Sekunden wollen wir die Quest annehmen und wieder abgeben. Und die Quest, die verlangt von uns einmal so eine Totenspeise. Ja, also, wenn wir es vorbereitet haben, ist auch schon gut. Also, orangefarbene Ringelblume wird aktiviert. Dann haben wir hier heiterer Orkgeist, ja? Den sprechen wir mal an. Das ging jetzt alles in einem Zug, weil ich habe das so eingestellt, dass die Quests da einfach direkt angenommen und abgegeben werden. Ja, ihr müsst da einfach zweimal klicken, dann habt ihr diese makabere Marionette, die ihr kriegt. Ist ein Haustier, das ihr beschwören könnt, das dann auch so aussieht. Ja, ist ganz nett, könnt ihr euch so also holen, das Haustier. Einmal hier Totenspeise dem Guten abgeben und gut ist. Ja, habt ihr dieses Haustier. So, dann gehen wir weiter und zwar wollen wir jetzt die Erfolge erzielen, ja. Zum einen müssen wir zu Katharina Muerte gehen, dann werden wir mit ihr tanzen, das indem wir slash dance eingeben und dann, wir müssen sie natürlich auch hier im Visier haben und dann wird hier getanzt, wir kriegen des Totenmanns Party Erfolg und wir kriegen einen Buff für 12 Stunden, sehen wir jetzt aus wie diese netten Leutchen, ja. 12 Stunden lang haben wir jetzt diesen Buff hier, gibt keine Werte oder so, aber sieht ganz cool aus, wie ich finde. Und wir haben den ersten Erfolg erzielt. So, für die weiteren Erfolge. Es gibt 3 Erfolge, bei denen wir Duelle machen müssen, indem wir diese Spielzeuge, die wir gekauft haben, angezogen haben. Das Kostüm ziehen wir jetzt an, dann kriegen wir diesen Button hier. Und für diesen Button, der wechselt dann auch immer wieder. Ihr seht, jetzt haben wir Sprungangriff, ne? Macht den Angriff. Wir haben hier starker Fieger. Könnt ihr euch alles selber durchlesen, was denn was genau macht. So, und da habe ich auch jemanden gefunden, der da einen Kampf mitstreiten will. So, und jetzt müsste ich hier einfach nur diese Buttons mashen, ja. Die wechseln auch immer wieder hin und her und sind andere Attacken. Ihr könnt euch die ein bisschen auswendig lernen, ja, damit ihr wisst, was denn was genau ist. Wo müsst ihr casten, wo müsst ihr bleiben. Und nach dem ersten Sieg gibt es dann auch hier einen Erfolg. Es gibt nach dem 20. Sieg gegen jemanden einen Erfolg. Und es gibt auch nach dem 50. Sieg noch Erfolge. Ihr müsst dazu nicht immer die Leute zu einem Duell auffordern. Eigentlich gar nicht, ja. Es reicht, wenn ihr einfach Leute bekämpft, die da rumstehen. Und ihr habt es schon gesehen. Ich habe einfach angegriffen und es hat angefangen. Wir sind da ein bisschen weit auseinander gestanden. Das sieht nicht gut aus für mich, Freunde. Ich habe gewonnen. Okay, auf das Jenseits, ja. Jetzt habe ich gewonnen. Ja, der Ding ist weg. Ich muss dann wieder neu anziehen. Nach 20 und 50 Kämpfen oder Siegen gibt es auch weitere Erfolge. Und das war's dann auch schon, ja. Einfach Kostüme anziehen. Wenn da 10 Leute oder 5 Leute rumstehen, dann könnt ihr euch einfach da reinmoschen, ja. Die Buttons bashen und dann, je nachdem wie viele Leute ihr da totbringt, umso mehr Punkte gibt es auf euer Konto. So sieht's aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne einen Kommentar lassen, was haltet ihr vom Tag der Toten? Und natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmec. Ciao!